Das fühlt sich an wie im Himmel. Ich sehe meine Eltern. Mom. Dad. Sie sehen glücklich aus. Sie haben ein Geschenk für mich. Ich frage mich. Das ist eine Katze. So süß und schön. Schwarz wie die tiefste Nacht. Es ist Mr. Midnight. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Wir essen zu Abend und ich sehe Tante Grace. Ich mag sie wirklich sehr. Es ist Freitag und meine Eltern gehen aus. Tante Grace passt gut auf mich auf. Wir haben so viel Spaß. Es ist Montagnacht und ich spiele mit Mr. Midnight. Aber etwas fühlt sich seltsam an. Da ist eine seltsame Kreatur draußen vor meinem Fenster. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Auf einmal höre ich etwas. Es ist Mom. Sie schreit. Ich muss wissen, was da vor sich geht. Mom. Aus dem Zimmer meiner Eltern scheint ein helles Licht. Was ist passiert? Ich gehe näher. Und näher. Nein! Mom? Dad? Oh, bitte nicht! Mami, Daddy! Oh nein! Mami, Daddy! Was ist passiert? Wer hat euch das angetan? Oh nein! Ihr könnt mich nicht alleine lassen, Mom, Dad! Mr. Midnight, komm! Wir müssen fort. Es ist etwas Furchtbares passiert. Mom und Dad, sie sind tot! Sie sind einfach tot und haben uns allein gelassen. Mr. Midnight! Nein, bleib hier. Oh, Hilfe, nein. Lass mich nicht alleine. Nein. Oh Gott. Nein. Fran, folge meiner Stimme. Wenn ich bis drei gezählt habe, wirst du aufwachen. Eins. Zwei. Drei. Hallo? Hallo ihr da? Ich bin Fran. Fran Bo und ich bin 10 Jahre alt und ich habe meine Eltern verloren. Und ich bin hier in dieser Irrenanstalt gefangen. Ich muss hier unbedingt raus. Ich muss Mr. Midnight finden und er ist ganz, ganz allein im Wald. Er hat Angst und er ist alles, was wir noch haben. Meine Eltern, sie haben ihn mir geschenkt, bevor sie gestorben sind. Und bitte, ihr müsst mir hier raushelfen. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Und bitte, wartet. Der Doktor, er spricht mit mir. Fran, wie fühlst du dich? Ich fühle mich, als würde ich sterben und ich verstehe nicht, warum sie mich das tun lassen. Beruhige dich. Das ist alles Teil deiner Genesung. Genesung? Verstehst du das nicht? Meine Eltern, sie sind tot. Armes Ding. Es wird alles besser. Ich verspreche es dir. Besser? Dann lass mich gehen. Dann wird alles besser. Ich glaube nicht, dass du mir sagen kannst, wie ich meinen Job zu machen habe, Fran.
Naja, ich habe noch etwas für dich. Was denn? Siehst du den Schreibtisch? Da ist ein kleines Paket für dich. Es ist von Tante Grace. Nimm es. Öffne es. Ein Brief von Tante Grace, den lesen wir später. Sie macht sich Sorgen um dich. Tante Grace? Naja, noch ein Grund mehr, mich hier rauszulassen. Mach dir keine Sorgen um sie. Es geht ihr gut. Ich hab es so satt. Ich will jetzt auf mein Zimmer. Du kannst gehen, aber vorher ist es noch Zeit für deine Medizin. Ich will aber keine Medizin mehr. Es heißt Duotin und es wird dich entspannen. Schwester? Gibt es etwas Neues, Dr. Dern? Nein, nichts Neues. Dieselben Visionen wie vorher auch. Ich verstehe. Hier, Fran, nimm deine Medizin. Doktor? Dr. Dern? Ich fühle mich nicht gut. Doktor? Dr. Dern? Doktor! Nein! Was? Oh mein Gott! Ich... Oh. Oh nein! Bringen Sie sie zurück auf Ihr Zimmer! Und Schwester, geben Sie ihr nie wieder diese Medizin. Ich bin immer noch hier, an diesem Ort. Ich muss hier raus. Verschlossen. Warum nur? Oh, süße Melodie. Rot und winzig, du versteckst dich vor mir. A23D56GHD. Briefe, Briefe, Briefe. Nummern. Ich hasse das Monster. Ich muss Mr. Midnight finden. Er sagt, wenn ich die Medizin nehme, dann finden wir raus, wo er ist. Ein Rollstuhl. Meine Beine sind in Ordnung. Ich brauche keinen Rollstuhl. Oh! Hallo, Mr. Holzpferd. Hattest du einen schönen Tag? Eine Kiste. Sie öffnet sich. Pillen. Mr. Midnight hat gesagt, wir müssen sie nehmen. Sie helfen uns. Sie helfen uns, ihn zu finden. Wir nehmen eine. Oh! Oh, hallo, Schwester? Ich... Entschuldigen Sie mich? Ich muss Ihnen das abnehmen, das könnte mir weiterhelfen. Watch your steps. Achte auf deine Schritte. Oh nein! It was not me. Oh, mein Kopf! Oh mein Gott! Ja, ihr Lieben, die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich würde einfach sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Können wir Fran helfen?